Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 12. Mai 2022. Und unser DAX hat etwas zu tun, kann man sagen. Ja, also das sieht nicht unlösbar aus, ne? Es gibt so kleine Tricks, wie man sich mit so einem Gefährt auch aus einer solchen Situation befreien kann. Und die Frage ist jetzt bloß: Kann es unser DAX denn spielen? Hat er denn noch Lust, sich gegen diese Verkaufsgewalt aus amerikanischer Seite denn zu wehren? Denn das ist nun nicht den ersten Tag, dass die uns hier wirklich ein bisschen runterziehen, und es ist auch fast Tatsache, dass unser DAX wirklich im Verhältnis zu US-Indizes hier deutlich stabiler unterwegs ist. Ja, da gibt es auch schon einige, die unterm Herztief rumbuddeln, während unser DAX hier sich wirklich sehr, sehr, sehr korrektiv noch im seitwärts abwärts befindet. Ne? Also es ist ja keine dynamische Trendbewegung nach unten, da hat man schon mal drüber gesprochen, sehr korrektiv, immer wieder dynamisch nach oben angezogen wird und so weiter und so fort. Aber diese DAX-Kerze sieht so ein bisschen so aus. Ne? Also das kann absaufen, das kann vollkommen absaufen, die Kiste jetzt hier mit der Ausgangslage. Muss es nicht. Wir gucken jetzt untergeordnet gleich nochmal rein, aber ich will euch einmal den Tageschart hier zeigen, weil so abverkaufte Gewinne hatten wir jetzt am Vortag schon, hatten davor schon, davor schon und davor schon. Jetzt hatten wir es nach einem grünen Vormittag. Nun hatten wir es nach einem noch grüneren Vormittag. Also so richtig Zuversicht und Optimismus kommt dann halt natürlich schwieriger auf. Das ist natürlich klar. Aber nicht ganz unmöglich. Sollte der aber jetzt nach unten wegtreiben, hier, nach so einer Tageskerze, ist ein neues Tief dran. Ja, beißt die Maus keinen Faden ab, da müssen wir uns nicht hier irgendwie verstellen oder irgendwas versuchen schön zu reden, was nicht schön ist, dann kommt auch ein korrektiver Abwärtstrend ins Rutschen und generiert weitere Tiefs. Ja, und im Zweifel sind dann sogar 13, 15 möglich hier, wenn er besonders schlecht drauf ist. Ich sehe das noch nicht. Ja, ich finde nämlich, der verteidigt sich wirklich gut, der DAX. Der kriegt bestimmt nur am Vormittag wieder ein bisschen Geld reingeschoben, dass er sich aufrichten kann. Aber es soll dazu gesagt sein, das ist nicht so gut, wie das hier steht. Sieht nicht so schick aus auf dem Tageschart, auf der Tageskerze. So, und untergeordnet sieht es ein bisschen schicker aus, aber auch noch nicht ganz so schick. Ja, also wir sehen jetzt hier im Grunde dieses Aufdrehen, was wir gestern gesprochen hatten. Wir hatten ja gestern gesagt, wenn der über, was haben wir gesagt, über 15.600 weiter treibt, dass er dann auch relativ schnell wieder an die 15.700, 15.800 ran kann. Und wenn die 15.800 überlaufen wird, geht dann ein Channel rein. So. Davon hat er jetzt relativ viel schon gemacht, ist schon in die 800, 830 reingegangen, hat sich hier ein bisschen überrissen, aber das ist erstmal nicht verteidigt gekommen und dann wieder deutlicher weggedreht. So, und dieses Wegdrehen ist mir persönlich einen Tacken zu tief am Ende runtergegangen. Aber das hat man, glaube ich, am Vortag auch schon mal gesagt. Und er hat das immer wieder hochgedreht gekriegt. Also, weil die Bewegung, die jetzt hier hochzukommt, die wird jetzt langsam halt auch zu korrektiv auf der Ebene. Es ist wesentlich mehr Impulsivität drin als noch in dieser Bewegung hier. Das war korrektiv klein, mit kleiner Amplitude, jetzt ist es mit großer Amplitude. Das, ja, ist nicht schön. Ja, also das ist wirklich schön. Das wirkt jetzt schon fast so ein bisschen wie so eine dreiteilige Bewegung. Und würde im Falle, der DAX bricht unter 500 weg, hier wirklich nach unten dann wieder komplette Rohre öffnen. Ne? Dann geht es hier zum Gap Close bei 404, und dann kann der gleich bis 13.200 durch. Ne? Das spricht nichts dagegen. Das wird sogar fast ins Bild reinpassen. Und wenn er bei 13.200 ist, würde er wahrscheinlich auch bloß kurz zurück gegenlaufen und dann noch gleich weitergehen bis in die 13.15 rein. Hier. Die Zone 13.15, 12.69 haben wir ja auch schon mal ein bisschen im Visier gehabt. Also in dem Sinne eine wichtige Bewährungsprobe für unseren DAX. Im Grunde muss er sich eigentlich auf das 600 halten halt. Ne? Also 500 ist wichtig, 530 ist auch wichtig. Ne? Die muss er auf jeden Fall halten, sonst triggert er nach unten ein. Aber um das bullische Bild so ein bisschen aufrechtzuerhalten, wäre ein schönes Aufwärtsgap zum Donnerstag gut. Ein schönes Aufwärtsgap wieder rüber über die 700. Coolness zeigen, Vormittag Stabilität dran zeigen, dass auch die in Amerika merken, hey, ihr könnt gerne eure Scheiße verkaufen, aber lasst doch die DAX-Titel liegen. Damit belohnt ihr euch nicht, weil am nächsten Tag kaufen die Europäer das eh wieder drüber. Ja, und dieses Signal einfach, dieses Geben, dieses Zeigen, hey, wir halten den hier und wir kämpfen um den und hier wird gekauft und warum auch immer das so sein soll. Ne? Da bin ich nicht dafür da, um euch die Antwort dafür zu geben. Wir gucken nur die Chart-Pattern. Da können sich andere Leute hinstellen und sagen, keine Ahnung, Euro ist tief und deswegen ist gut für den Export und sowas. Das ist nicht Sinn und Zweck oder Inhalt einer Chart-Analyse. Ja, das ist auch, sollte man auch nicht vermischen. Zumindest ich darf das nicht vermischen als Analyst, wenn ich eine charttechnische Analyse mache.
aber man kann sich ja trotzdem andersweitig informieren und das noch auch ergänzen und kombinieren und so weiter und so fort. Aber machen wahrscheinlich die meisten eh von euch. Wichtig ist nur für uns, wenn er hier drüber kommt, sich über die 700 und 800 wieder etabliert, ist das nächste größere Ziel da oben die 1440. Punkt. Ja, so, und dann, das können wir auch drehen und wenden, wie das bleibt, die ganzen Tage gleich. Das sagt immer jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Er kommt dem immer ein bisschen näher, hat sich aber heute auch wirklich deutlicher immer wieder nach unten weggestoßen. Ja, nicht nur einmal, zweimal. Und das wird langsam zu viel. Ja, das wird jetzt langsam zu viel. Das verbeißt ihm jetzt die Impulsivität. So 6,40 oder 6,50 hier nochmal drauf und direkt dann hoch. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen tief. Das sieht wirklich langsam grenzwertig aus. Ja, ist für mich noch nicht raus. Ich möchte noch nicht abschreiben. Ja, können wir schon vorstellen, dass es nochmal probiert. Aber wenn es dann wieder nur abverkaufen im Bereich um 700, 800, dann macht das nächste Woche auch nicht mehr. Ne? Dann lässt er sich auch einfach fallen und zieht hier dann nach unten durch. Geht auf die 13.200, geht auf die 13.15, 12.69 und dann ist dann auch Thema erledigt hier. Ja, also soweit so gut. Ich würde noch nicht abschreiben. Ich könnte mir vorstellen, so alles, was so über 6,50, 700 kommt, dass es wieder in die 800 reintreibt. Die gucke ich mir dann genau an. Kann er sich da schön drüber etablieren? Vielleicht auch mit einem Stundenschuss mal drüber setzen. Dann sehe ich da schon noch Platz auf der Oberseite. Dann kann ich mir schon gut vorstellen. Ich seh das weiterhin, dass der hier dran rumkratzt. Und so wie der gefallen ist, so übergeordnet korrektiv wie der gefallen ist, würde es mich nicht mal wundern, wenn dann plötzlich in dem Moment, wo der hier oben steht, die Welt wieder vollkommen in Ordnung ist und wir dann hier so richtig fette Kerzen nach oben kriegen halt. Ne? Also rein vom Muster her würde das gut passen. Ja, rein vom Muster her und aber auch gut passen, wenn er Schwäche zeigt, unter 500 wegkippt und hier komplett nach unten durchgeht. Das wäre auch ein übliches Bild, was man sieht. Ja, zumindest würde es so Sinn ergeben. Von hier oben dann wieder hier, das würde nicht so viel Sinn ergeben. Aber wenn er jetzt hier gar keine Stärke zeigt, sich nicht über 13.800 wieder geschoben kriegt und hier einfach nach unten jetzt nochmal sowas hier nach unten drückt, das wäre jetzt nicht unmöglich. Ja, also die beiden Sachen habe ich so ein bisschen im Blick. Dafür ist mir der Bereich um 500 weiterhin wichtig. Solange das verteidigt wird, würde ich eher sogar Long suchen, muss ich sagen. Ja, also auch über 600, über 500, das ist für mich so eher Longzone. Und so drunter, ja, darf dann geschortet werden auf das Gap, auf das andere Gap, auf die 13.200. Das sind dann gute Ziele. Und Punkt. So können wir es lassen. Ja, damit würde ich die Analyse zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.